Talks Barrierefrei und Inklusion. Eigentlich waren 4 Vorträge angedacht. Jetzt sind Herr Wiegers und Herr Paulussen sind heute vertreten. Wir werden einfach die Talks entsprechend dann etwas verlängern und in den Genuss kommen, noch mehr zu erfahren. Und ich würde jetzt das Wort an Herrn Wiegers übergeben, der uns 3 Tipps für barrierefreies E-Learning präsentieren wird. Herzlichen Dank. Ja, danke auch für die Einleitung. Ich hoffe, man hört mich und ich versuche mal, die Folien zu starten. Ich kann immer noch nicht auf Fullscreen-Mode gehen. Ich weiß nicht, vielleicht einmal an die Teilnehmenden. Sehen Sie meine Folie oder? Ja, dann sehen die, genau. Super, okay, dann lege ich einfach die erste. Ja, wunderbar, spitze. Super. Ja, dann erst nochmal vielen Dank, dass Sie heute alle da sind. Und uns und unseren Lightning Talks Ihre Aufmerksamkeit schenken. Mein Name ist Tim Wiegers. Ich komme vom virtuellen Campus Rheinland-Pfalz und Barrierefreiheit im E-Learning ist bereits seit einigen Jahren ein wirklich wichtiges Thema für uns. Warum ist Barrierefreiheit überhaupt so wichtig an Hochschulen? Naja, die Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks aus dem Jahr 2016 hat ergeben, dass 11% aller Studierenden an unseren Hochschulen mit Beeinträchtigungen oder Behinderungen zu kämpfen haben. 11 Personen aus 100. Und jetzt fragen Sie sich vielleicht, 11%, wo sind die denn alle? Naja, es ist in der Tat tatsächlich nicht so alltäglich, eine Studentin oder einen Studenten in einem Rollstuhl oder mit einem Blindenstock auf dem Campus zu sehen. Bei Beeinträchtigungen oder Behinderungen haben wir meist zuerst tatsächlich dieses Bild im Sinn, ne? Also von Personen im Rollstuhl oder mit einem Blindenstock vielleicht. Doch das Feld ist viel größer als das. Neben sinnes- und körperlichen Behinderungen und Beeinträchtigungen gibt es noch ganz viele andere, ne? Nicht gleich derart offensichtlich erkennbare, mit denen sich auch viele Studierende tatsächlich tagtäglich arrangieren müssen. Da gibt es psychische Beeinträchtigungen wie Schizophrenie, ADHS oder Depressionen, Lernbehinderungen, Anfallsleiden wie Epilepsie und noch einiges mehr. Die Bandbreite ist also groß. Und die Anforderungen, die an das barrierefreie Lernen gestellt werden, sind noch viel größer. Und um all diesen Studierenden mit ihren besonderen Bedürfnissen gerecht zu werden oder gerecht werden zu können, bietet sich uns durch den Einsatz des Internets und auch speziell des E-Learnings eine extrem große Chance. Die Aktion Mensch hat herausgefunden, das ist schon einige Jahre her, aber sie hat diese Studie aufgestellt, dass Personen mit Behinderungen im Schnitt sogar aktiver im Internet unterwegs sind als Menschen ohne Behinderung. Und das auch aus gutem Grund. Da, wo es in unserer nicht digitalen Welt oft Barrieren gibt, die sich nur schwer oder sogar gar nicht reduzieren oder überwinden lassen, bietet sich uns im Internet eine extrem große Möglichkeit, eine Umgebung zu schaffen, in der Barrieren möglichst minimiert werden und individuell auf die Bedürfnisse der einzelnen Studierenden maßgeschneidert werden können. Wie ich gesehen habe, gibt es da gleich noch einen Talk genau zu diesem Thema von Markus Paulussen. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. E-Learning kann definitiv eine große Hilfe sein und bietet Menschen mit Beeinträchtigungen gleich eine ganze Reihe an Vorteilen. E-Learning ist dezentral, teils asynchron, flexibel und bietet ein ganz großes Maß an Individualisierbarkeit. Und dazu einfach mal ein paar Tipps von mir jetzt in Kürze. Tipp 1, Kommunikation und Individualisierung. Das Thema Barrierefreiheit ist teilweise zu komplex, um gleich alles auf einmal umsetzen zu können, auch wenn man das vielleicht möchte. Und eine Maßnahme, die einem Studenten mit einer Beeinträchtigung hilft, kann für eine Studentin mit einer anderen Beeinträchtigung gegebenenfalls sogar ein Hindernis darstellen. So kann es schnell einmal vorkommen, dass eine Materialie, die zuvor schon ganz gut gewesen ist, gewissermaßen verschlimmbessert wird. Deshalb gehen Sie gleich zu Beginn des neuen Semesters ins Gespräch mit Ihren Studierenden und finden Sie heraus, ob Beeinträchtigungen vorliegen. Und auch speziell, welche Beeinträchtigungen das sind. Dementsprechend können Sie nun die Vorlesung und auch alle Studienmaterialien auf genau diese Bedürfnisse anpassen, die auch wirklich vorliegen. Und meist wissen die betroffenen Studentinnen und Studenten auch selbst bereits sehr gut, was ihnen eine Erleichterung bietet und welche Maßnahmen sie ergreifen können, um ihre Kurse und Studienmaterialien so aufzubereiten, dass sie für den speziellen Fall passend sind. Also sie geben oft sehr gerne auch Tipps tatsächlich. Also, eine kurze E-Mail zu Beginn des Semesters hilft Ihnen schon extrem viel weiter, um herauszufinden, wie Sie vorgehen können und müssen. Mein zweiter Tipp, beachten Sie das Pareto-Prinzip. Also,
gezielte 20% des Gesamtaufwandes können bereits zu 80% des Ergebnisses führen. Wie ich eben schon gesagt habe, das Thema Barrierefreiheit ist ein unglaublich großes Feld und es gibt extrem viel darüber zu lernen und zu erfahren. Und so kann es passieren, dass man sich durch die ganzen neuen technischen Herausforderungen und den großen Zeitaufwand, der teilweise dann mit einhergeht, barrierefreie Materialien zu erstellen, einschüchtern lässt. Daher fangen Sie mit den Basics an, den 20%, und arbeiten Sie sich danach Schritt für Schritt einfach weiter nach vorne. Was zählt zu den Basics? Naja, ganz einfache Dinge, wie das Nutzen von Formatvorlagen. Ja, also ein Screenreader kann eine Überschrift nicht als Überschrift erkennen, wenn sie einfach nur etwas größer als der Fließtext geschrieben wurde. Er kann auch eine Aufzählungsliste nicht eindeutig erkennen, wenn anstelle von Aufzählungszeichen einfach ein Bindestrich eingefügt wird. Es hilft also schon sehr viel, die korrekten Formatvorlagen und im Internet die korrekten HTML-Tags zu nutzen. Das sind wirklich Kleinigkeiten mit großer Wirkung. Zu den einfachen 20% des Gesamtaufwandes zählen auch schon die Grundprinzipien der didaktischen Gestaltung von Lehr-Lernmaterialien. Also Prinzipien wie die Multimedialität, also die Arbeit mit verschiedenen Medien, Multimodalität, also die Ansprache unterschiedlicher Sinneskanäle, die Wiederholung und Variation und auch eine gute Strukturierung der Inhalte bringen eine enorme Wirkung. Also gute Didaktik ist einfach gute Didaktik. Genauso sehr für Studierende mit, als auch für Studierende ohne Beeinträchtigung. Gut, also wirklich gut didaktisch aufbereitete Materialien sind für Studierende mit Beeinträchtigung nur umso wichtiger, da sie schlechte didaktische Praxis oftmals nicht so gut kompensieren können wie nicht beeinträchtigte Personen. Mein dritter Tipp ist es, sich in die Lage Ihrer Studierenden hineinzuversetzen. Beschäftigen Sie sich also mit der Beeinträchtigung oder Behinderung der Person, für die Sie Ihre Materialien aufbauen, und den damit verbundenen Hürden. Also als Beispiel installieren Sie sich vielleicht einfach mal ein kostenloses Browser-Plugin, das Ihren Bildschirminhalt vorliest. Es gibt sogar Internetseiten und Browser-Plugins, die eine Beeinträchtigung praktisch simulieren und Ihnen so zeigen, worauf Sie gezielt achten können. Also frei nach dem Sprichwort, gehe 100 Schritte in den Schuhen eines anderen, wenn du ihn verstehen willst. Bildung ist ein Menschenrecht und es liegt in unserer Verantwortung als Lehrende, allen Menschen Zugang zu Bildung zu geben. Und es ist zudem für alle eine unglaubliche Bereicherung, wenn das gelingt. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Wiegers. Jetzt muss ich einmal kurz fragen, ob Frau Wolf da ist. Das wäre für mich aber ganz wichtig aus organisatorischer Sicht. Können Sie mir vielleicht sonst eine kurze Rückmeldung geben? Ja, Frau Wolf ist da. Aufgrund der zeitlichen Struktur würde ich jetzt einfach das Wort an Herrn Paulussen übergeben. Ich würde so 7 Minuten und dass wir am Ende noch Fragen haben für nach dem Vortrag von Frau Wolf auch noch Zeit für kurze Fragen haben. So, einmal Herr Paulussen mit dem Vortrag Digitale Barrierefreiheit. Ja, auch von mir ein Hallo in die Runde. Ich versuche jetzt meinen Vortrag hier auch zu zeigen. Ich hoffe, Sie sehen ihn alle, so wie eben bei Herrn Wiegers. Da kommen die Daumen hoch. Vielen Dank. So, mein Name ist Markus Paulussen. Ich komme von der Universität Bielefeld und arbeite dort in der zentralen Anlaufstelle Barrierefrei. Ich bin als Referent für digitale Barrierefreiheit zuständig für vor allen Dingen für barrierefreie Webseiten. Und uns ist aufgefallen, dass digitale Barrierefreiheit von Webseiten immer ein sehr großes Thema ist, was auch abschreckt. Denn wenn Sie sich die Frage stellen, ich baue eine Internetseite und die soll barrierefrei sein, worauf muss ich denn achten? Worauf muss ich als Redakteur achten? Worauf muss ich als Webseitenersteller achten? Da gibt es riesige Konvolute und gesetzliche Vorgaben wie die WCAG zum Beispiel, die Sie erstmal ratlos sozusagen im Raume stehen lassen. Und darum habe ich mir gedacht, wir kondensieren das mal runter in diesem 5-7 Minuten Talk, um Ihnen zu sagen oder um Ihnen zu zeigen, was sind denn so die Basics? Worauf muss man achten? Und das sind runtergebrochen eigentlich 7 Regeln, die wir so definiert haben.
Und diese 7 Regeln zur digitalen Barrierefreiheit, die gliedern sich folgendermaßen. Wenn Sie eine Webseite haben, dann finden Sie, dann finden Sie natürlich sehr viele Fotografien, Bilder etc. Und wenn ein sehbehinderter Mensch sich eine Webseite mit einem Screenreader vorlesen lässt und diese Grafik hat keinen Alternativtext, dann kriegt er lediglich den Begriff Bild vorgelesen. Da kann er sich natürlich nicht vorstellen, was ist denn nun auf diesem Bild zu sehen. Und ich habe das hier mal beschrieben, eine Person hält einen Kugelschreiber und füllt ein Papierformular aus. Zumindest kann sich der Sehbehinderte so vorstellen, um welchen Inhalt es sich in dem Foto auf der Grafik handelt. Das heißt, die erste Regel, nutzen Sie Alternativtexte für Grafiken. Die zweite Regel, nutzen Sie Alternativen für multimediale Objekte. Das heißt, wenn Sie Videos einbinden, wenn Sie Videos erstellen, nutzen Sie, wie zum Beispiel in YouTube, die automatische Untertitelung und gehen Sie nachher manuell in die Untertitelung und passen Sie diese an, sodass immer wieder eine Alternative für ein multimediales Videoobjekt zum Beispiel, aber auch für ein Hörstück als Texttranskription vorhanden ist. Der dritte Punkt ist, strukturieren Sie die Webseiten, strukturieren Sie Texte. Sie sehen das rechts in der Abfolge der Überschriften. Es sollte immer auf einer Webseite eine H1-Überschrift als Hauptinhalt des Textes geben und dann strukturiert eben untergeordnet H2, H3, H4-Überschriften. Vielfach findet man Webseiten ohne strukturierte Textinhalte, ohne strukturierte Überschriften oder manchmal eine H1-Überschrift und dann eine H4-Überschrift. Das ist für denjenigen, der Screenreader benutzt, einfach unheimlich schwierig, sich eine solche Seite in der Textstruktur vorlesen zu lassen. Darauf sollten Sie also achten, dass es eine logische Überschriftenstruktur gibt. Als viertes, Links. Achten Sie darauf, dass Sie keine Links im Text beschreiben mit hier oder mehr. Weil viele Nutzer von Screenreadern gehen über die Tabulatortaste, springen von Link zu Link und hören dann immer nur hier, 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 hier. Das sagt aber lange nichts über den Inhalt des jeweiligen Links aus. Ich habe das rechts mal beschrieben mit dem Poster. So sollte ein vernünftiger Linktext aussehen. Ja, auch dieses, was Sie oft finden in Blogs, da steht dann weiterlesen. Da klickt man dann drauf. Das beschreibt nicht den ganzen Umfang des Inhalts, der sich dann hinter dem Link verbindet. Also sozusagen sind das auch blinde Links. Als fünftes finden Sie sehr viele Dokumente, die nicht barrierefrei sind. Wir haben auf unseren Seiten Anleitungen erstellt, wie Sie zum Beispiel Word-Dokumente, LaTeX-Dokumente, LibreOffice-Dokumente barrierefrei umsetzen. Denken Sie daran, wenn Sie Dokumente verlinken, dass diese Dokumente auch geprüft werden auf Barrierefreiheit und umgesetzt werden. Achten Sie auf Farbkontraste und Farben. Ja, wenn Sie sich selbst, jemand wie ich, der auch wegen Altersfehlsichtigkeit eine Brille braucht, wenn Sie weiße Schrift auf hellgrünem Hintergrund platzieren, dann ist das unheimlich schwer, den Text zu lesen. Also achten Sie darauf. Als letztes, wenn Sie Redakteur sind, schreiben Sie einfach. Schreiben Sie keine langen Schachtelsätze, die schwierig zu lesen sind, sondern versuchen Sie insgesamt leichter zu schreiben, einfacher zu schreiben. Das erleichtert nicht nur die Wahrnehmung für
Menschen mit Beeinträchtigung, sondern macht ihre Seite insgesamt attraktiver, leichter konsumierbar, leichter kommunizierbar. In dem kurzen Beitrag hier kann ich natürlich nicht auf alle Dinge und auf alle Aspekte so ausführlich eingehen, wie ich das gerne wollte. Darum kann ich Ihnen empfehlen, schauen Sie sich unsere sehr ausführlichen Informationen zu all diesen Aspekten auf unserer Webseite unibielefeld.de/digitale-barrierefreiheit an. Dort werden Sie auf die Internetseiten der zentralen Anlaufstelle Barrierefrei weitergeleitet und finden viele Tipps rund um das Testen von Webseiten, welche Tools man einsetzt, wie Screenreader funktionieren und eben auch die hier angesprochenen 7 Regeln, wie Sie Barrieren vermeiden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Paulussen, für Ihren Vortrag. Jetzt möchte ich gerne Frau Wolf das Wort erteilen. Und jetzt eine Frage, haben Sie eine Präsentation hinterlegt, Frau Wolf? Das habe ich leider nicht, Frau Porsche, sondern würde den Screen direkt teilen. Super. Ja, wunderbar. Dann würde ich Sie auch bitten, sich in 7 Minuten kurz zu fassen oder 6 Minuten, sodass wir auch noch Fragen für kurze Fragen bleiben. Zeit für Fragen bleiben. So. Genau, weil ich Sie jetzt leider nicht sehen kann, bräuchte ich kurz ein visuelles ein audiovisuelles Zeichen, ob Sie alles sehen können. Können Sie meine Präsentation sehen? Ja, wir können sie sehen. Wunderbar, vielen Dank. Ja, ich freue mich nach diesen sehr konkreten Vorschlägen und Anleitungen der Kollegen, wie digitale Barrierefreiheit hergestellt werden kann, jetzt ein bisschen den Überblick ein bisschen weiterzumachen. Im Mai 2020 haben wir die digitale Tapas-Bar eröffnet und begrüßten dabei mehr als 70 Dozentinnen der lehrerbildenden Universitäten in Jena und Erfurt zu einer 3-teiligen Webseminarserie. Und warum Sie jetzt alle Hunger bekommen sollen und was es mit den digitalen Häppchen auf sich hat, das erfahren Sie jetzt in diesem Talk. Darf ich vorstellen? Das ist Anna. Anna ist Lehrerin an einer Thüringer Gemeinschaftsschule und Dozentin in der Lehrerinnenbildung an der Universität. Im Klassenzimmer wie im Hörsaal begegnet Anna Lernenden mit unterschiedlichen Voraussetzungen. Für Anna ist die Vielfalt der Lernenden dabei immer wieder eine Herausforderung. Sie unterrichtet ihre Schülerinnen und Studierenden nicht erst seit der Corona-Krise online. Die Vorteile des orts- und zeitunabhängigen Lehrens und Lernens hat sie schon vor einiger Zeit für sich entdeckt. Entschuldigung, Frau Wolf, Sie sind immer noch im oder die erste Folie ist noch. Könnten Sie einmal den Präsentationsmodus anstellen und dann auf die entsprechende Seite dann scrollen? Leider läuft die Präsentation bei mir ab und die Folien folgen. Das ist jetzt ja total schade. Können Sie vielleicht nochmal, glaube ich, Referentenansicht probieren? Oder beziehungsweise Präsentationsmodus? Ich probiere das gern nochmal. Also erstmal erlaube ich jetzt genau die Freigabe. Und eigentlich, sehen Sie jetzt eine Anna mit der Frage, wie soll das online gehen? Herr Paulussen schreibt, dass Sie vielleicht, ja, jetzt sehen wir es. Lassen wir es vielleicht einfach so, okay. Sehr schön, vielen Dank für den technischen Hinweis. Genau. Also Anna fragt sich, wie sie der Heterogenität im virtuellen Lernraum begegnen und den unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht werden kann. Sie möchte also die Studierenden und Lernenden dazu befähigen, selbstgesteuert zu lernen, kollaborativ zu arbeiten und sich dabei selbst nicht zu überlasten. Und sie fragt sich, wie kann das online gehen? Von Kolleginnen hat Anna erfahren, dass sie sich in der digitalen Tapas-Bar des hochschulübergreifenden Projekts in Thüringen zu Fragen des heterogenitätssensiblen E-Learnings weiterbilden kann. Die Bar ist 24/7 geöffnet und das Weiterbildungsangebot ist kostenlos. In der Menükarte findet Anna Fortbildungsmöglichkeiten und Toolvorschläge zu 3 Grundsätzen, die sie bereits aus der Präsenzplanung kennt. Dazu gehört die Frage Heterogenität, wie kann ich sie diagnostizieren, wie kann ich eine prozessbegleitende Feedbackkultur etablieren und wie können Gruppenprozesse gut strukturiert werden.
Diese Auswahl an DGSVO-konformen Tools kann Anna in der digitalen Tapas-Bar kennenlernen. Sie können Anna und die Lernenden dabei unterstützen, die Vorteile digitaler Lehre zu nutzen. Die Lernbausteine des Selbstlernmoduls sind alle identisch aufgebaut. Sie starten immer mit einem einführenden Erklärvideo, in dem Lernziele benannt und Lerninhalte geteasert werden. Das Toolwerkzeug H5P wird von uns genutzt, um Lernenden Interaktion zu ermöglichen, zum Beispiel das Ausdrucken von Notizen bei Reflexionsangeboten, das Offerieren von vertiefenden Inhalten durch Hotspot-Images oder auch Quizfragen, um zu überprüfen, ob man den Lernzielen schon ein bisschen näher gekommen ist. Im Toolmenü werden alle Werkzeuge nochmal überblicksartig in einer Matrix vorgestellt. Es gibt Factsheets und Beispiele zu didaktischen Einsatzszenarien. Auch empfehlen wir hier Tutorials, um die Tools einsetzen zu können, die wir bei lieben Kollegen aus der Community rausgesucht haben, denn auch hier mussten wir das Rad nicht neu erfinden. Weil es bei den Tapas manchmal so ist, dass man auch Hunger auf mehr bekommt, und wir offene Bildungspraktiken wirklich spannend finden, gibt es alle Quellen und alle Materialien zu unseren Lernbausteinen in einer kommentierten Linkliste als offenes Scriptpad-Dokument. Zum Weiterschreiben sozusagen. Für uns ist es ein Experiment und für alle Lernenden hoffentlich eine Einladung, ihre Erkenntnisse mit uns zu teilen. Aber was macht eigentlich Anna? Durch die Teilnahme an der digitalen Tapas-Bar entsteht für sie mehr Klarheit über die Voraussetzungen ihrer Lernenden. Sie schafft Lernangebote, die sich an den Bedürfnissen orientieren und die Lernenden können Aufgaben leichter bearbeiten und beteiligen sich auch vermehrt an Gruppenprozessen. Unser Vorschlag ist also, machen Sie es wie Anna. Achten Sie auf Vielfalt im Unterricht, im Hörsaal und im Rahmen von virtueller Lehre und nutzen Sie dazu unsere digitalen Snacks in der Tapas-Bar. Jetzt wissen Sie, was es mit der Tapas-Bar auf sich hat. Hakt es nur bei mir oder bei allen? Jetzt ist es abgebrochen. Still, still. Okay, bei allen, ja. Ich würde jetzt einfach dazu übergehen, dass wir, weil wir nicht mehr viel Zeit haben, dass Frau Kalkowski direkt ihren Vortrag startet und dass sie vielleicht nochmal sich dann direkt an Frau Wolf wenden, wenn sie noch Fragen haben. Es tut mir sehr leid, dass es jetzt einfach zu solchen Unannehmlichkeiten kommt. Ja, Frau Kalkowski, können Sie einmal weitermachen und wenn es dann Zeit bleibt, können wir dann nochmal hoffentlich auf Frau Wolf zurückkommen. Ja, selbstverständlich. Ich habe keine Präsentation, insofern, ich weiß nicht, ob wir die jetzt gerade einfach so stehen lassen wollen können. Ich versuche mal die abzustellen. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Jetzt scheint irgendwas zu passieren. Ich würde vorschlagen, machen Sie einfach weiter. Ja, das ist das Dilemma solch einer digitalen Konferenz. Frau Kalkowski, ich würde sagen, machen Sie einfach jetzt so weiter. Genau, im Zweifel machen Sie einfach alle einmal die Augen zu. Ich möchte nämlich eine kleine Geschichte erzählen und die kann man auch prima, ohne sich von der Technik ablenken zu lassen, einfach zuhören. Stellen Sie sich bitte folgende Situation vor. Es ist ein paar Stunden später, Sie saßen jetzt lange vor dem Rechner und wollen sich ein wenig die Beine vertreten. Am besten mit etwas Nützlichem verbunden. Also gehen Sie einkaufen. Am Eingang drückt jemand Ihnen seinen Einkaufswagen in die Hand, der gerade aus dem Laden kam. Sie sind ein wenig überrumpelt, hatten die Münze eigentlich schon in der Hand. Andererseits spart es auch so allen Zeit. Sie bedanken sich routiniert und gehen rein. Im Laden steht an der Gemüsetheke eine Person. Sie legen die ersten Dinge in ihren eigenen Wagen und denken drüber nach, was sie noch so brauchen. Die Person spricht sie an und erzählt von einem Rezept, das sie neulich gemacht hat und das sie unbedingt auch mal ausprobieren müssen. Tatsächlich beginnt sie, Zutaten in ihren Einkaufswagen zu legen und von ihnen ausgewählte Sachen auszupacken mit den Worten, das passt doch gar nicht zu ihnen. Eine seltsame Situation. Ist hier irgendwo eine Kamera versteckt? Scheinbar nicht. Sie wissen nicht so recht, wie sie reagieren sollen. Verwechseln sie sie? Auch nach der Bitte, das zu lassen und der Frage, ob sie einander kennen würden, die sie verneint, hört sie nicht auf. Etwas bestimmter legen sie die Sachen wieder zurück und gehen weiter. Den Salat, den sie eigentlich haben wollten, haben sie jetzt nicht mehr mitgenommen. Dafür liegt ein Kohlrabi im Wagen, den sie eigentlich überhaupt gar nicht mögen.
Egal, Hauptsache weg. An der Käsetheke wollen sie sich dafür jetzt etwas Besonderes gönnen. Sie bestellen voller Vorfreude ihren Lieblingskäse. Die Person, die sie bedient, schaut etwas skeptisch, packt ihn aber ein. Sonst noch was? Kommt die obligatorische Frage. Sie verneinen. Sicher, wir haben ja gerade tolle Angebote. Ja, sie sind sich sicher. Sagen sie etwas genervter, als es sonst ihre Art wäre. Und gehen weiter. Kein Grund, gleich unfreundlich zu werden. Hören sie hinter sich noch. Kurz überlegen sie, sich umzudrehen. Aber nein, eigentlich ist es das nicht wert. Der restliche Einkäufer verläuft ruhig. Etwas hektischer als gewöhnlich, aber wenigstens, vielleicht auch gerade dadurch, spricht sie niemand mehr an. Gut, sie haben das eine Produkt nicht bekommen, das sie unbedingt wollten, weil es zu weit oben stand und dann auch noch ein bisschen weiter hinten. Da kamen sie dann doch nicht dran und um Hilfe fragen. Da war jetzt auch nicht wirklich jemand in der Nähe. Naja, so ist das manchmal eben. Sie sind froh, an der Kasse zu sein. Kurz vor der Kasse ist jedoch eine Fliese kaputt und das Rad des Einkaufswagens verkeilt sich. Sie bekommen ihn nicht gelöst. Neben ihnen eine weitere Schlange mit Menschen, die sie versuchen, bei dem Versuch, den Wagen zu befreien, nicht mit diesem zu treffen. Hinter und vor ihnen ungeduldige Menschen. Denn sie stehen so ungünstig, dass sie weder vor noch zurückgeht. An der Kasse wird gewartet, dass sie bezahlen. Hinter ihnen darauf, dass sie weitergehen, damit weitere Leute ihre Sachen aufs Band legen können. Als sie jemanden, der neben ihnen steht, nach Unterstützung fragen, ob man den Wagen vielleicht kurz anheben könne, kommt ein, na, das schaffen sie ja wohl alleine, sind ja noch jung. Sie sind, wie sie an der Stelle reagieren, überlasse ich ihrer Fantasie. Ich würde jede die Option, die mir einfällt, völlig nachvollziehen können. Ein vermeintlich einfacher Vorgang wie Einkaufen, der unerwartet so kompliziert und anstrengend wird, würde die meisten Menschen überfordern. Was, wenn eine oder all diese Teile der Geschichte sich aber wiederholen? Stellen Sie sich vor, dass sowas würde Ihnen regelmäßig passieren, vielleicht sogar alltäglich. Wie Sie sich bestimmt denken können, stellen diese Situationen andere Situationen dar. Solche, die für Menschen mit Erkrankung oder Behinderung regelmäßig erleben. Die ungefragte Abnahme von Handlungen, aktive Bevormundung in völlig gewöhnlich selbstbestimmten Bereichen wie Wohnen, Arbeiten oder Hobbys. Die Skepsis gegenüber eigenen Entscheidungen und der Versuch, andere unterzujubeln. Verzicht, weil die eigene Voraussetzung nicht genügt und man keine Energie hat, aktiv nach Hilfe zu suchen. Die aktive Verweigerung von Unterstützung. Warum Inklusion immer wieder schwierig ist und Diskriminierung so alltäglich, hat einen ganz einfachen Grund. Wir besinnen uns viel zu selten darauf, dass, egal ob mit oder ohne Diagnose, wir alle dieselben grundlegenden Bedürfnisse, wie zum Beispiel Selbstbestimmung, haben. Inklusion, das ist das für Betroffene. Da kann man ja nur alles falsch machen. Diese Annahme schafft nicht nur Hürden, sie ist auch noch falsch. Inklusion, Teilhabe, das geht uns alle an. Der Unterschied ist, dass die einen sie erleben und für völlig normal befinden und die anderen eben nicht. Jede einzelne Situation kann ertragbar sein, aber die Häufung macht's, die mich oder eben auch andere Studierende immer wieder aufs Neue ausschließt. Vielen Dank, das war's schon. Frau Porsche, Sie sind noch stumm geschaltet. Sehen Sie, auch ich bin nicht vor technischen Schwierigkeiten gefeit. So, herzlichen Dank, Frau Kalkowski, für Ihren Vortrag und dass Sie auch wirklich Ihre studentische und betroffene Perspektive hier eingebracht haben. Ich denke, das war wirklich ein sehr rundes Paket dadurch und dass Sie das auch nochmal von einer ganz anderen Seite beleuchten konnten. Ich würde wir 2 Minuten, einerseits würde ich einmal die Vortragenden, sofern sie wollen, bitten, einmal ihre E-Mail-Adresse reinzuposten in den Chat, sodass einfach auch die Teilnehmer auch die Möglichkeit haben, sie direkt zu kontaktieren. Und ich würde vielleicht noch die Zeit einräumen für eine letzte Frage, die ich hier im Chat gesehen habe, dass wir die direkt, jetzt muss ich mich einmal hier durchscrollen, und zwar... Entschuldigung. Eine Frage ging noch direkt an Herrn Paulussen. Sind die Anleitungen unter Creative Commons Lizenz? Das war noch die Frage von Frau Schulz. Sie können auf unsere Internetseiten verlinken. Also das liegt natürlich offen da. Es ist jetzt nicht speziell unter Creative Commons Lizenz abgelegt, aber
es ist natürlich öffentlich zugänglich. So, vielleicht reicht das als Antwort. Ja, vielen Dank. Und eine letzte Frage noch. Ich weiß nicht, ob Sie, Herr Paulussen oder Herr Wiegers, was dazu sagen können. Wer entwickelt die Standards für Barrierefreiheit im Internet von Frau Uthe? Ja, die sind ja vorgegeben durch rechtliche Rahmenbedingungen, durch die WCAG und durch die europäischen Vorschriften, die wir haben, durch das Barrierefreiheitsgesetz. Da finden Sie auch auf unseren Seiten unter dem Punkt Rechtliches die einzelnen Aspekte dazu aufgelistet. Super, ganz herzlichen Dank auch Herr Wiegers, dass Sie jetzt schnell noch die Links zu den Verordnungen und zu den Gesetzen gepostet haben. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Teilnahme und Ihre Beiträge und wünsche Ihnen noch viel Freude auf dem UFF.